Hallihallo, meine lieben Ritter und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar Dark Souls Prepare to Die Edition. Woo! Das habe ich vor ungefähr einem Jahr angefangen zu spielen. Und ich habe es in anderthalb Wochen durchgesuchtet, weil ich einfach nicht anders konnte. Und ich wollte schon eine ganze Weile lang das Spiel als Let's Play machen, wollte mir aber noch ein wenig Zeit dazwischen nehmen, bis ich es wieder anfange. Und wir machen das so, ich werde das nicht in Viertel- oder 20-Minuten-Teile einteilen, weil das einfach viel zu kurz wäre für dieses Spiel. Ich werde einfach die Folgen so lange machen, bis ich, wie ich spiele, also praktisch eine Session, werde das dann aber nicht regelmäßig hochladen, also nicht jeden Tag, sonst müsste ich mich tot spielen. Sondern das dann vielleicht einmal oder zweimal die Woche. Und da die Folgen dann etwas länger sind, könnt ihr euch die dann am Wochenende oder so angucken. Und wir spielen im New Game Plus. Also das heißt, ich zeige euch jetzt im neuen Spiel das Tutorial, weil ich das schon mal übersprungen habe bei meinem anderen Spielstand. Dann switche ich zu meinem ersten Spielstand und wir spielen dann da weiter, weil ich sowieso noch ein paar Mal durchspielen muss. So machen wir das. Und jetzt fangen wir erstmal mit einem neuen Spiel an. Und ich werde den jetzt ungefähr so erstellen. Wie ich das bei dem anderen auch gemacht habe. So, Geschlecht war männlich. Klasse hatte ich, glaube ich. Den Vagabund, wenn ich mich nicht irre. Ich switche mal kurz durch. Ja, Zauberer und sowas spiele ich sowieso nicht. Also ihr werdet mich in dem Spiel nicht einmal zaubern sehen. Ja, wir nehmen den Vagabund. Ich glaube, damit habe ich angefangen. So, dann können wir eine Gabe vergeben. Da unten steht dann immer, was das bringt. Also göttlicher Segen, Elixier des weißen Pfad, das heilt jegliche Verletzungen. Schwarze Feuerbombe. Menschlicher Rest. Winziger Rest an Menschlichkeit, an Leichen zu finden. Also diese ganzen Fachbegriffe werde ich euch noch erklären, für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung haben, was das Spiel beinhaltet. Und am sinnvollsten ist eigentlich so der Generalschlüssel, weil der euch vorher schon ein paar Einlässe in verschiedene Bereiche beschafft, wo ihr sonst nicht hinkämt. Also den habe ich genommen. Figur. Ja, ich glaube, ich habe auf normal gelassen. So Gesicht hatte ich. Ist eigentlich jetzt egal, aber. Sehr freundlich übrigens. Ich weiß es nicht, was ich hatte. Ich nehme jetzt einfach mal Astora und Frisur. Hatte ich, glaube ich. Pferdeschwanz? Ich weiß es nicht mehr. Wir können danach. Ich glaube, ich hatte die hier. Ja, ich nehme jetzt einfach mal Wild. Haar, Iris, schwarz. Ja, alles schwarz. So, dann hätten wir das eigentlich schon. Annehmen. Da könnte man noch ein bisschen genaueres jetzt am Gesicht anpassen, aber das spielt bei dem Spiel eh keine große Rolle und ich möchte euch jetzt nicht langweilen. So, ja. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of gray crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came. And found the souls of lords within the flame.
first of the day. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Ist so episch. So geil. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Your fate. So, da sind wir wieder im nördlichen Asyl der Untoten. Wir sehen schön aus. Warum ist das da so rosa um meine Lippen rum? Ja, wir haben ein abgebrochenes Schwert. Wir spielen übrigens auf der Xbox 360, wer das gerne möchte. Und jemand hat uns hier gerade was runtergeschmissen, wie freundlich. Ein Kerkerzellenschlüssel. Und jetzt ratet mal, was wir damit machen können. Wir können hier raus. Oh Gott, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich freue mich richtig darauf. Hier sind übrigens Nachrichten, Tutorial-Nachrichten für Anfänger. Rechter Stick, Kamera.
Wir gehen die jetzt alle durch, damit alle was davon haben. RB-Angriff. Dann kann ich mir da auch noch mal ein bisschen mit vertraut machen. So, den hier könnten wir jetzt angreifen. Der wehrt sich auch nicht groß, die arme Socke. Und wir bekommen unsere ersten Seelen. Seelen seht ihr da unten rechts am Bildschirmrand. Wir haben jetzt 20 bekommen. Und hier stampft jemand ganz gewaltig herum. Ja, mit dem könnten wir uns später auch noch anlegen. Mal gucken, ob ich das noch mache. Ja, ich war gerade bei den Seelen. Seelen sind die Währung im Spiel. Das heißt, damit kann man leveln, damit kann man sich Dinge kaufen und ja, das war's eigentlich schon. Ja, das sind sozusagen die Lebensabsorptionen in diesem Spiel. Also es gibt kein Geld. Also RT, schwerer Angriff. Das probieren wir jetzt an dir aus. Und noch einen leichten, so. Linker Stick plus halten Sprint. Okay, sprinte mal. RB, nee, RS drücken für Zielfixierung. Das habe ich ja die ganze Zeit schon gemacht. Ich muss echt viermal zuschlagen mit dem ollen Ding hier. Okay, gut. Ach, keine Sorge übrigens, oder besser gesagt, ich werde das Spiel nicht durchrasten oder durchrasen, weil ich das jetzt schon mal durchgespielt habe. Also ich werde ganz gemütlich spielen, weil das ist einfach nicht meine Spielart. Da jetzt, Mensch, ich muss dahin und das kenne ich schon und das ist ja langweilig und das brauche ich euch nicht erklären. Nein, so spiele ich nicht. Ich spiele das alles schön, wie es sein soll. So, ich hoffe, ihr seht auch was, weil das Spiel ja relativ dunkel ist. Am Leuchtfeuer rasten ist gleich regenerieren. Ja, das hier ist ein Leuchtfeuer. Und das ist sozusagen unser Hort, an dem wir sicher sind. Und da können wir uns jetzt dran setzen. Da gibt es jetzt noch nicht viel zu tun. Da können wir später leveln oder uns wieder in einen Menschen verwandeln. Oder Sachen verstauen und so weiter und so fort. Und da wir werden jedes Mal, wenn wir sterben, werden wir wieder an das letzte Leuchtfeuer, an dem wir gesessen haben, zurück gebeamt, sozusagen. So, jetzt muss ich mal gucken. Die Tür habe ich vergessen. Kann ich sie nicht von hier aus? Ist eigentlich auch egal, ist nicht so schlimm. Hätte ich jetzt von der anderen Seite aufmachen können. So, wir gehen mal einfach durch das große Tor. Und ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal mit Kopfhörern. Und ich höre die ganze Zeit dieses dicke Ding da unter uns stampfen. Und das, ich muss mal gucken, wie ich das später in den Bosskämpfen mache. Aber gut, ich kann mich ja auch ausstellen. Weg hier. Ja, weg hier. Schnell weg hier. Der haut euch sonst zu Brei. So. Oh, hier sind wir erstmal sicher. Glück gehabt. Hier ist übrigens noch ein Leuchtfeuer, das ich beim ersten Mal nicht gesehen habe. Was ich sehr lustig finde. Hatte ich wahrscheinlich so viel Angst vor dem Ding da oben. Habe ich das einfach übersehen und habe das erst, als ich hier irgendwann im Spiel nochmal zurückgekommen bin, habe ich das erst gesehen. Habe gedacht, hä? Nimm deinen Schild. Das Problem an der Sache ist, wir haben kein Schild. Denn da oben steht nämlich jemand, der mit Pfeilen auf uns schießen möchte. Die bewegen sich auch noch. Ein Lederschild. So. Nachricht lesen. Mit links ausgerüstetem Schild LB in Abwehrhaltung gehen. Nee, das ist das Falsche. Oder? Ist das das Menü? Ja, ach, das ist ja hier noch ein bisschen anders. Okay, hier haben wir unser Menü. Ist ein bisschen unübersichtlich. Und in diesem Spiel gibt es übrigens keine Pause. Das heißt, ich kann mich im Hintergrund noch bewegen und das Spiel läuft weiter. Was besonders fies ist. Das heißt, man kann nicht mal, wenn man irgendwie mal schnell weg muss, auf Pause stellen. Dann muss man sich entweder an einen sicheren Ort begeben. Oder man muss halt erstmal das Gebiet sicher machen. Und im Bosskampf geht das schon mal gar nicht. So, wir haben jetzt das Lederschild ausgerüstet. Und damit können wir uns sozusagen schützen. So, jetzt gehen wir jetzt mal durch. So, zack.
Du Hundesohn, du. So, das ist von hinten angreifen. Nennt sich Backstep. Also geht das besonders gut. Kann ich dem nicht mehr Schaden zufügen? Okay. Ich wusste das jetzt. Ah, hier ist ein Krummsäbel. Haha. Nee, nicht die Gesten. Bleibt der jetzt da stehen? Oh Gott, ich muss mit dem Menü noch erstmal klarkommen. Krummsäbel ausrüsten. So, jetzt bist du dran, Junge. Jetzt bist du dran. So, geht das. Haha. So, weiter geht's. Und es gibt diese Nebelwände. Wenn wir vor einer Nebelwand stehen, heißt es entweder, wir kommen in ein anderes Gebiet. Oder wir betreten einen Bossraum. Die Bossnebel sind allerdings meistens etwas größer. So. Der hier war jetzt anderes Gebiet. Es ruckelt ein bisschen. Schritt zurück. Linker Stick plus B-Rolle. Also das ist der Schritt zurück und das ist die Rolle. Das haben wir ja schon mal. Das habe ich schon mal gemacht. Da oben liegt noch was, an das ich gar nicht rankomme. Okay. Ich spiele übrigens nicht online, weil ich mir das einfach nicht geben möchte. Ich bin auch nicht so der Online-Spieler, denn man kann von anderen Spielern invasiert werden und die sind nicht nett. So. Hier kann ich runter. Ach, siehst du, hier kann ich die Tür aufmachen. Und dann wären wir wieder an dem Leuchtfeuer hier. Ja, das ist auch so eine besonders schöne Eigenschaft von Dark Souls. Man kann sich so viele Abkürzungen aufmachen. Das ist einfach nachher nur noch geniales Level-Design, muss ich mal sagen. Und auch wenn man einfach erstmal am Anfang erstmal wie ein Blöder durch die Gegend läuft, merkt man dann, ach ja, Mensch, hier war ich schon mal und ach, das ist aber praktisch. Und da oben sehen wir über meinem Kopf, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, eine Kugel, die, wenn wir jetzt ein bisschen die Treppe hochgehen, auf uns zugerollt kommt. Au! Und hat uns sogar noch erwischt. Und dafür hat sie aber die Wand da eingeschlagen. Und hier sollte man gucken gehen. Hier liegt das olle Biest. So, und hier liegt jemand. Dem sprechen wir mal. Oh, you. You're no hollow, hm? Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Ja, wir hören ihm natürlich zu. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Estus Flakon, 5 Stück erhalten. Oh, and this. Und ein Schlüssel zum untoten Asyl Ost. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. So. Gegenstand benutzen mit X. Das wäre jetzt der Estus-Flakon. Und der Estus-Flakon ist unsere Heilung in dem Spiel. Ich demonstriere das mal. So. Jetzt haben wir wieder volles Leben. Und now I must bid farewell. I would hate to harm you up. Das ist hier derselbe, der uns den Schlüssel durch die Luke geschickt hat. Und ja, für den können wir leider nicht mehr viel tun. Ja, wenn ihr ein bisschen mehr Geschichte zu dem ganzen Spiel erfahren wollt, dann guckt doch mal bei dem Joe vorbei, denn der hat alles kommentiert und in Videos verpackt. Und wenn ihr etwas nicht wisst über einen Charakter oder so,
dann fragt ihn oder guckt seine Videos durch. Also nicht alle, sondern nur das, was euch interessiert. Oder auch alle, ist mir egal. Und dann wisst ihr Bescheid, weil ich kann das jetzt hier leider nicht alles erklären. Aber Joe guckt mir bestimmt auch zu und vielleicht kann er auch ein paar Sachen in die Kommentare schreiben. Das wäre nett. Oh, hier ist jemand gestorben. Ach so, das war der Herr. Ja, das war der hier. Und wir haben sogar 100 Seelen von ihm erhalten, die arme Socke. So, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Wow. Wow, wow. Habe ich jetzt hier noch gar nicht so erwartet. So, das hier war der Schlüssel für das Tor. So, rechte Waffe in beide Hände ausrüsten. Stecken wir dann das Schild weg und sind praktisch gerüstet. Dann machen wir auch mehr Schaden. Ich mache das allerdings nicht so gerne. So, linker Stick plus RB ist ein Tritt und linker Stick plus RT ist ein Sprungangriff. So, ich krieg das nie hin. Das war gerade geil. Wie hast du das gemacht? Das war wahrscheinlich der Tritt auf Katana-Art. Wow! Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das ist voll geil gerade. Ich mach das nochmal. Nochmal, los. Ah, los, mach mal. Los, mach das nochmal. Oh, komm schon. Ja, komm schon, der Erste. Will auf uns einschlagen. Die drehen sich aber auch blöd. Ich war hinter dir. Rasten belebt die Gegner wieder. Ach ja, das ist auch noch so eine Eigenart von dem Leuchtfeuer. Wenn wir da rasten, sind alle Gegner in der Umgebung wieder lebendig. Das heißt, man sollte sich das überlegen. Hui. Ich nehme mal das wieder mit Schild. Weil das nicht meine Art ist, zweihändig zu spielen. Ah. So, von hinten. Während des Fallens Sturzangriff mit RB. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Drücke RB hinter einem Gegner. Das ist der kritische Angriff. Das ist das, was ich gerade gemacht habe. Parieren und kontern. Kann ich beides nicht. So, ich halte einfach immer mein Schild oben. Da war ich zu blöd. So. Man muss nämlich absolut... Man darf sich nicht mehr in der Bewegung befinden und man darf nicht blocken, um diesen Angriff auszuführen. Und hier kommen wir leider noch nicht weiter. So, wir hören schon sein Grollen. Wir gehen jetzt mal hier durch. Halt, ich trinke vorher noch ein bisschen was. Ich glaube, der ist gerade hochgesprungen, die olle Sau. So, jetzt haben wir ihm erstmal ein bisschen Schaden gemacht. Ach du Scheiße. Ich werde mich doch jetzt hier nicht doof machen. Nochmal, okay. Okay, nochmal. Oh Gott! So, das war unser erster Boss. Ich würde sagen, ich habe mich gar nicht so schlecht geschlagen. Schlüssel des großen Pilgers. Und Menschlichkeit. Wir können ja mal ein bisschen in der Gegenstandskiste rumwühlen. Menschlichkeit. Enthalte einen Menschlichkeitspunkt und regeneriere TP. Seltener, winziger Schwarzer an Leichen gefundener Schemen. Du erhältst einen Menschlichkeitspunkt und kannst eine große Menge an TP wiederherstellen. Was an Menschlichkeit aber eigentlich eine Verschwendung ist. Dieses schwarze Etwas wird Menschlichkeit genannt, doch über sein wahres Wesen weiß man wenig. Wenn die Seele der Quell allen Lebens ist, wodurch zeichnet sich denn Menschlichkeit aus? Das ist sozusagen, wir benutzen es später noch, wenn wir aus der Zombie, ich sage jetzt einfach mal, aus der untoten Form in die menschliche Form gelangen wollen, benutzen wir das.
Das hat eigentlich nur den Vorteil, wenn man NPCs rufen möchte, in Bosskämpfen zu Hilfe, ja, das kann man auch. Oder man möchte andere Spieler, also echte Spieler zu Hilfe rufen. Und wenn man untot ist und man spielt online, kann man auch nicht invasiert werden. Das heißt, das geht nur in menschlicher Form. Och, ich hoffe, ich erkläre das hier alles ganz gut, dass ihr das auch verstehen könnt. Aber ich denke, es ist schon in Ordnung so. So. Öffnen mit dem Schlüssel des großen Pilgers. Und jetzt müssen wir da hoch. Gut gemacht. Weiter geradeaus. So, wir haben das gut gemacht. Ich gucke mal, hier war irgendwo noch was. War das hier? Ich möchte nicht irgendwo hinlatschen. Wo? Ja, hier ist noch was. Eine Seele. So, Seelen geben uns eine gewisse Anzahl von Punkten zu unserem Seelenkonto hinzu. Das ist sozusagen, wenn man gerade mal nichts in der Tasche hat und man braucht Geld. Das erkläre ich. Das ist so die einfache Erklärung. Dann benutzt man die einfach. Das ist jetzt auch der einzige Zweck, der mir da so einsetzt. So, hier ist ein Krähennest. Da kann man ein paar Sachen eintauschen, die man so im Inventar hat. Und die gibt... Also diese Krähe hier, die hier eigentlich ist, die gibt euch denn was anderes dafür. So, das Tutorial ist gleich geschafft. Hier ist nichts mehr... So sieht übrigens das Untotenasyl von außen aus. Genießt mal die Landschaft. Und ich höre sogar Vogelgezwitscher. Es ist schon richtig gut gemacht. Also, es ist dieses Spiel haftet einem so ein magischer Zauber an. So. Ich kann es nicht richtig erklären. Es ist einfach cool. So. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Jo, das war praktisch das Krähen-Taxi. Und die bringt uns jetzt nach Lordran. So, in Lordran steige auf und entfache Leuchtfeuer. Wir sind am Feuerbannschrein. Das ist sozusagen, das ist eine sichere Gegend. So, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen. Und hier könnte man jetzt schon aufsteigen, seine ersten Level machen. Oder das Leuchtfeuer entfachen. Das geht mit Menschlichkeit. Denn, steigt das im Regenerationswert für die Estus-Flakons auf und seine Aushöhlung umkehren, das heißt, man wird Mensch. Und wir haben jetzt 10 Estus-Flakons, das bedeutet, dass dieses Leuchtfeuer ist schon einmal aufgewertet worden, aber nicht von mir, das ist vom Spiel jetzt so vorgegeben. So, upsa. Ich stelle mich jetzt hier hin und wir machen dann gleich mit meinem anderen Charakter weiter. Denn hier an der Stelle geht es jetzt im No-Game Plus sozusagen los. Und das wird nicht unbedingt einfacher. So, bis dann.